von einem Russell Westbrook. Sehr, sehr stark. In ganz verschiedenen Gebieten. Kann gut von draussen werfen, kann gut ziehen. Das kann übrigens auch Brani Kostic, der dann hervorragend rausgeht auf Mirkovic, der dann endlich mal den Dreier trifft, und zwar der erste. Es muss jetzt sein, es gibt kein Verschieben mehr, es gibt keine Entschuldigung mehr. Brian Collum wird weiterhin Gas geben. Pitu kann aus dem Ecke, macht aus dem Ecke den Ausgleich. Jacoté und Pitu haben ihn bisher im Griff. Kein Akzent können setzen. Dreier Kostic aus dem Ecke für drei. Aber ganz unter den Korb. Vorsicht dort, der Kostic. Geht allein, durch alle durch, bringt den auf, allerdings nicht der beste Wurf. Mirkovic wirft unten an den Ring. Dreier, Dejan Ochen, komm schon! Ja. Wie es so schön heisst. Bis nichts mehr rauskommt, bis der Titel rauskommt. Dreier, Derrick Lang. Also, wieder durchkommen, wieder auf Collin, wieder freier Wurf für drei. Fadeaway, drei. Aber kann es sein, bitte. Jetzt verwachen, liebe Basketballgötter. Collin, Reihe. Außen auf Stücheli. Die sind perfekt in dem. Wieder Reihe frei. Wieder drin, Reihe. Weiß es nicht. Ocher. Keinerlei Antriebsimpuls von ihm. Vielleicht der Dreier. Mirko. Collin rennt Aarau um die Ohren rum. Minus 9 noch. Hocher jetzt mal mit dem Split raus auf Marco Lehmann für 3. Jawohl, auch noch für 3. Jetzt noch 7 Sekunden. Fast der Ballverlust. Collin für 3, das wäre ein Dagger und der ist drin. Oh. Aber es ist mehr Aarau, was ich gesehen werde. Das ist absolut nicht unschlagbar, aber ich frage mich, ob Aarau in der